Darkenizer. Hallo, herzlich willkommen bei Darkenizer AC. Ich möchte euch kurz was zu meiner Wahl von Regler und Motor sagen, die ich in den G-Mate R1 und auch in den Axial Wraith einbauen werde. Und zwar habe ich mich für Folgendes entschieden. Als Motor kommt ein Carson Poison Truck Motor da rein. Mit dem habe ich nämlich schon gute Erfahrungen gemacht. Den habe ich in dem Tamiya CC01 drin. Den habe ich auch in meinem Stampede drin, den ich zum Crawler umgebaut habe. Und das ist ein Crawler Motor mit 55 Turns. Zu den Turns nochmal kurz die Regel. Also, Turns heißt, wie oft der Draht beim Elektromagneten um den Eisenkern gewickelt ist. Und die Regel ist ganz einfach, je mehr Turns der Motor hat, umso größer ist der Innenwiderstand des Motors und dadurch auch die Spannung, die im Motor wirkt. Das heißt, je mehr Turns der Motor hat, umso mehr Drehmoment hat er. Mit anderen Worten, umso kräftiger ist er. Aber auch umso langsamer. Also, viele Turns heißt viel Kraft, aber relativ kleine Geschwindigkeit. Wenig Turns heißt schneller Motor mit wenig Kraft. Ja? Ihr könnt also schlecht beide Werte hochpullen. Wenn ihr hier den Drehmoment hochzieht, dann geht hier die Umdrehungsgeschwindigkeit runter. Wollt ihr schneller fahren, hat er dafür weniger Kraft und es geht so rum runter. So, die Regler haben alle immer ein Turns-Limit. Denn, wie ich das gerade schon sagte, je mehr Turns, umso höher der Widerstand. Je höher der Widerstand, umso weniger Strom kann da durchfließen. So, und da die Regler eine bestimmte Grenze haben, wie viel Strom die liefern können, müssen die einen bestimmten Widerstand haben. Das ist so ähnlich wie bei Lautsprechern, ja? Da ist es zum Beispiel auch, dass ein Verstärker mindestens 4 Ohm Boxen da dran haben will, ja? Nach oben könnt ihr dann ruhig 8 oder 16 Ohm dranhängen, macht ihr Boxen, die nur 2 Ohm haben, geht der Verstärker kaputt. So ist das bei dem Motor und Regler auch. Wenn ihr einen Regler kauft, müsst ihr darauf achten, dass der zum Motor passt, beziehungsweise umgekehrt. Und zwar haben die Regler ein Turns Limit. Der hier, den ich hier habe, ich zeige euch gleich nochmal, welcher das ist, der hat jetzt 15 Turns, die er maximal braucht. Minimal braucht. Also da muss ein Motor dran, der mindestens 15 Turns hat. Der darf mehr haben, 55, aber nicht weniger. Hängt ihr da einen 10-Turn-Motor dran, geht der Regler kaputt oder er hat eine Abschaltung und geht aus. Ja, also, so viel dazu. Okay, also, 55 Turns ist ziemlich hoch. Ich sag mal, so ein Motor wie zum Beispiel im Slash, ja gut, der ist brushless, aber egal, der hat zum Beispiel 10T oder in den Really-Buggies, die haben meistens 15T. Und so Rock Racer, die haben dann um die 27 oder 35T. Und ein Crawler hat 35, 45 oder 55 T. 55 ist so ziemlich das kräftigste, ist aber auch am langsamsten. Aber ich will ja wirklich crawlen mit den Dingern. Dazu kommt, dass dieser Poison Truck Motor nur 8 Euro kostet. Ist also relativ günstig. So. Als Regler kommt da rein der HPI SC15WP. Der ist eigentlich im HPI Sprint 2 verbaut, was wiederum eigentlich ein On-Road Auto ist, eher so eine Art Drift-Car oder so, also ungefähr so wie zum Beispiel diese, ach egal, ich komme nicht drauf, wie es heißt. Also ist auf jeden Fall eigentlich eher so ein On-Road-Racer. Warum nehme ich den Regler? Also mit 15 Turns Limit passt da auf jeden Fall ein Crawler-Motor rein, das ist ja gar kein Thema. Hat ja auf jeden Fall mehr Turns, geht also. Aber das Entscheidende ist, der ist erstens wasserdicht. Denn ich möchte mit den Crawlern ja wirklich auch Trails machen, auch mal durch Wasser und Matsche fahren können und im Schnee. Und zum Zweiten hat der Lipo-Abschaltung, was ja leider gerade bei Brushed-Reglern, denn das hier ist ja ein Brushed-System, nicht Brushless, immer noch leider nicht selbstverständlich ist. Also, Motor für 8 Euro, die Regler gibt es im Moment bei eBay für 22 Euro. Und das zusammen sollte eigentlich für einen Crawler ganz gut sein. Crawler muss nicht schnell sein, Crawler muss Kraft haben.
wasserdicht sein und ich möchte die natürlich mit LiPo fahren und nicht mit NIM-Akkus. Von daher LiPo-Abschaltung, wasserdicht und günstiger, aber sehr kräftiger 55T-Motor. Das ist das, wofür ich mich entschieden habe. Und das kommt in alle Modelle rein. Also das kommt in, hier habe ich noch zwei und noch zwei Regler. Und das kommt dann nämlich sowohl in den R1 rein, als auch in den Wraith rein und eventuell in irgendwas anderes auch noch. Ich habe ja hier drei Sets, um die Dinger wirklich vergleichen zu können. Ja? Also ist ja vielleicht mal ganz interessant, mit ein und derselben Motorregler-Kombi, wie schlagen die sich da? Wenn ich da jetzt völlig verschiedene Dinger reinbaue oder den Wraith auf Brushless upgrade, das kann ich immer noch später mal machen. Jetzt am Anfang kommt das gleiche System in die unterschiedlichen Fahrzeuge, damit ich wirklich vergleichen kann, wie schnell sind die, wie kraftvoll sind die, wie gut kann man damit crawlen, wenn ich ein und dieselbe Elektronik da reinpacke. Als Servo, ja, ratet mal, kommt natürlich mein geliebter Traxxas 2075 da rein, wasserdichter High-Torque-Servo von Traxxas, das kommt da rein und diese Motorregler-Kombi. Und dann schauen wir mal, wie die Dinger damit laufen. Das ist das, was an Elektronik geplant ist für den Wraith, für den G-Mate R1 und als drittes mal gucken, wo ich die dritte Kombo reinbaue. Okay, alles klar, Servus, wir sehen uns dann beim Bau.